Herzlich willkommen beim InSound Bandcamp. Ich stehe hier heute mit der Band Pyrock. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Bordesholm, also Bene, der Schlagzeuger, und Jan-Philipp, der Gitarrist, und ich komme aus dem Aspe. Alles klar. Und ich habe gelesen, ich hoffe, das ist richtig, ihr habt euch Ende 2011 gegründet. Ist das richtig? Ja, wir waren ursprünglich mal eine Schulband, da waren noch zwei andere Leute dabei, dachten wir so, hey, wir haben Bock mehr zu machen, wir wollen auch außerhalb der Schule uns treffen, und seitdem, seit Dezember 2011, machen wir eigene Songs und eigene Musik. Habt ihr denn auch schon verschiedene Auftritte gehabt bis jetzt, oder? Nee, also das ist definitiv unser größter Auftritt in der Killerwoche, aber wir haben schon diverse Auftritte zu einem zu unserer Schule, dann im Jugendtreff Bordesholm, dann haben wir beim Bordesholm Open Air 2012 haben wir mitgespielt, da waren wir beim Talentwettbewerb in Neumünster, das war auch vor 300 Leuten oder sowas, also haben schon ein kleines bisschen Erfahrung. Und was meinst du denn, was war bisher so euer schönster Auftritt? Auf jeden Fall der Auftritt beim Bandcontest in Neumünster, weil da war einfach eine Bombenstimmung. Kann ich nachvollziehen. Ja, eigentlich habt ihr irgendwie ein lustiges Tourerlebnis, von dem ihr erzählen kann, oder ein lustiges Erlebnis, was ihr auf Konzerten hattet? Wir haben zumindest, seit wir mal den Chor begleitet haben, haben wir ein lustiges Ritual, was wir vor jedem Auftritt machen, und zwar da haben wir mal Atemübungen gesehen, die der Chor gemacht hat, und die fanden wir so lustig und so amüsant, dass wir diese Atemübung auch jetzt vor jedem Auftritt durchziehen, und seitdem läuft das auf jeden Fall besser. Zeigen? Die sind leider privat, die kommen dann auf der Backstage-CD. Ah, alles klar. Okay, was ich jede Band gerne frage, empfiehlt mir doch mal irgendeine andere Newcomer-Band hier aus dem Raum Kiel, die empfehlenswert ist. Also aus dem Raum Kiel, wir sind ja eher aus dem Raum Neumünster, aber da sind zum Beispiel The Rush ganz engagiert, und die sind auch echt gut, also kennen wir auch persönlich. Und okay, und zuletzt Bandgetränk Nummer 1 bei euch. Bandgetränk Nummer 1, ist eindeutig Cola. Cola, sehr schön. Welchen Song spielt ihr jetzt? Wie heißt er? Der Song heißt Broken Mirror. Der ist ganz neu, den wollten wir eigentlich noch gar nicht spielen. Dann haben wir ihn, letzte Woche habe ich den geschrieben und dachte so, komm, der ist richtig geil, den machen wir auch auf der Kivo. Der hat uns so gut gefallen, dass wir ihn auch hier spielen wollen. Okay, vor einer Woche geschrieben, jetzt im InSound Bandcamp Broken Mirror. Viel Spaß.